Hallo Tiere miteinander zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weidejagd, den Demeterjagd aus Mittelfranken. Wir machen heute ein Steak-Tasting mit Jagdfleisch und haben besondere Gäste. Hier, der Freund hier, ihr kennt ihn, der hat sich angekündigt, dass er doch mal gerne die Jagd sehen will. Und was fällt uns besser als Ei, als ein bisschen Fleisch auf den Grill zu schmeißen, vielleicht auch ein Bier zu trinken. Und jetzt machen wir eine kleine Hofrunde und ich zeige dem Peter ein bisschen, ja, wie es bei uns ist. Die Jagd haben wir uns ein bisschen angeschaut, die Kinder spielen, also alles perfekt. Und da kann man halt ein bisschen fachsimpeln über die Baustellen, über das, was wir noch alles machen wollen da mit dem Betonieren. Da kann man sich vom Peter schon echt immer Tipps holen, weil der, ich wüsste jetzt nichts, wo er nichts weiß, oder? Ja, da weißt du zumindest, wie du das nicht machen musst. Das stimmt auch wieder. Nein, Betonieren kann ich mir jetzt erklären, was ich nicht zu tun habe. Ne? Ja, auf das, jeden Fall. Das geht auf jeden Fall. Also, wir machen jetzt einen kleinen Rundgang, schauen uns noch ein bisschen um und dann starten wir die neue Woche, hätte ich gesagt. Ne? Nein, das, wenn einmal Träger ist, dann. Ich habe zwar so einen Spezialreiniger, haben sie zwar was, aber ich kriege. Mhm. Und ich das ja auch bloß mit Luft abblasen. Ne? Ja, ich ja. Ich habe da einen Kompressoranschluss in der Werkstatt. Ich habe es einmal gesehen, da haben die Bretter, wenn sie gesagt haben, ich säge mir, die hat die auch gehört. Ja, der Holzkunst Scholz macht das auch so. Das, also das habe ich. Mit dem Hochdruckreiniger ab. Das ist krass, nun ist auch sauber. Ne? Ja, ein bisschen zäh anschauen, ne? Ja. Da muss man dann schon unter. Im orangenen Säge-Fanclub schon mal schauen, was der andere so macht. Ist sowas, ne? Anders, wie ich hab. Ja. Ich könnte es mir nicht vorstellen, dass ich das Ding schiebe. Also, dass ich jetzt nicht den Vorschub habe. Ach, du hast den? Nein. Hast du nicht dran, ne? Du schiebst, ne? Das könnte ich mir nicht vorstellen. Wenn ich schon gemerkt habe, was ich am Anfang, ich verlinke gerne mal die Videos, Probleme hatte mit dem Vorschub, wie streng der gegangen ist. Das, wenn ich mir denke, das muss ich mit der Hand machen. Ja. Aber ja. Aber es geht bei mir eigentlich. Ich finde es angenehm, gut, wenn du jetzt den ganzen Tag schneidest, ist das schon anstrengend. Ja. Aber ich finde es angenehm, weil du einfach das Holz spürst. Ja, aber du merkst sofort, wann ein Ost ist. Dass du die Kraft, du Schuhe hast, um da durchzukommen, das ist was, was ich nicht. Aber es geht, weil es funktioniert. Ja, aber das ist immer. Du merkst sofort, wenn das Sägbandel stumpf wird. Ja, also nicht, wenn es stumpf ist, sondern wenn es stumpf wird. Und das war ja auch die Empfehlung von Wuttmeister damals an mich, weil ich überlegt habe, den elektrischen Vorschub mir einzubasteln. Da habe ich gesagt, nein, kannst du gerne nachrüsten. Mach's mit der Hand, weil dann spürst du es. Mhm. Dann merkst du, das merkst wahrscheinlich, wenn du es mit Hand machst, nur leichter. Aber da merke ich auch, wenn der Widerstand größer wird, wenn du einen Ast drin hast oder wenn die Sägband stumpf wird. Das merkst du, ich nehme schon auch an, bedingt, wenn du das mit dem elektrischen Vorschub hast, aber auch da hast du das halt live. Ne? Da kriegst du das dann gleich mit und dann hast du beim elektrischen Vorschub, kennst die Probleme und kennst die Merkmale, wenn es halt einfach stumpf wird. Wir packen es jetzt einmal runterwärts und warum jetzt auf einmal der Grupper da steht und nicht mehr drunten in der Halle, darum geht es eigentlich die Woche, aber da kommen wir dann morgen oder übermorgen dazu. Ja, ich wollte euch ja erklären, wie ich das mit dem, warum jetzt der Grupper da oben steht. Ne? Jetzt wird es doch ein bisschen später und bevor dann kein Licht mehr da ist zum Abladen, zeige ich es euch noch kurz jetzt hier an der Haltestelle, warum denn der Grupper jetzt da oben steht. Weil ich mir den gleichen Grupper nochmal gekauft habe. Ja, der Trend geht zum Zweitgrupper, tatsächlich. Nee, ich habe endlich einen vernünftigen Grupper mit Nachläufer. Nächstes Jahr Ackerbau, Bio. Ne? Da brauchen wir hier schon den hier. Einen schönen Flügelschar. Ist im Grunde der gleiche Grupper wie vorher. Nur eben schon teils mit Flügelschar ausgestattet. Und das Wichtigere für mich, ein Nachläufer. Ich zeige euch dann später nochmal den Unterschied zum anderen Nachläufer, wenn man so überhaupt Nachläufer nennen kann. Aber jetzt fahre ich mal nach Hause. Ihr habt es jetzt noch bei hellem Licht gesehen. Der Transport ist schon, also ne, gewichtstechnisch alles cool. Und das Ding ist auch fest, aber es ist schon. Ich bin auch noch unter den 2,55, aber das ist schon eine Fahrt bzw. Herausforderung. Deshalb eine kurze Pause braucht zum Durchschnaufen. Jetzt lege ich noch los, ich habe eine halbe Stunde zum Fahren. Und dann melde ich mich wieder, dann laden wir das ab.
Ein bisschen! So, und jetzt? So, liebe Leute, jetzt sind wir da. Sag mal, ich muss hier mal das Bild hier so zeigen. Ne? Oh. So Bulldog bei Nacht mit ein bisschen Licht, das schaut schon gleich anders aus. So, jetzt haben wir ihn abgeladen, das habt ihr gesehen, das hat funktioniert mit dem anderen Johnny. Einfach kommen und wegfahren. Da, wo ich ihn geholt habe, der hat eine saubere Maschinerie. Sauber aufgeräumter Betrieb. Der hat in der Halle einen Deckenkran gehabt. Wir hatten einfach auch komisch, ich bin drunter gefahren mit dem Hänger. Also das ist spitzenmäßig. Ne, jetzt ist es endlich ein würdiger Grupper für diesen Bulldog. Sauber. Den wird man jetzt fast gar nicht sehen, den anderen, weil es jetzt dunkel ist. Aber es ist tatsächlich der gleiche Grupper. Schaut minimal kleiner aus. Aber ich habe halt null Nachläufer dran. Ich habe jetzt die Schare, klar, zu vernachlässigen, könnte man aufrüsten. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt halt, den Kuft habe, also hätte ich jetzt den nachgerüstet, die Schare hätten mir wahrscheinlich 400-500 Euro kostet. Und der Nachläufer, da haben wir jetzt aktuell nur, man sieht es jetzt gar nicht, einfach einen Stahlträger hinten gemacht. Der ist halt einigermaßen glatt sieht, aber es schoppt ja eigentlich mehr, als dass es glatt sieht. Wenn jetzt dann ein Nachläufer gesucht hätte, gekauft hätte, irgendeinen alten Grupper, ich habe schon gesehen, irgendein Klump mit Nachläufer und dann quasi Nachläufer abbauen und dahin basteln. Es hätte mich mehr gekostet, ne, den will ich jetzt dann natürlich dann abstoßen, als wie wenn ich diesen gleichen Grupper kaufe. Der ist meiner Meinung nach sogar noch besser in Schuss als unserer. Mit dem Nachläufer hier einfach die Zinken, da habe ich nur Ersatz dran, dass der hat er weggebaut, wenn es zu viel, wenn es Stroh am Acker lässt, dann schoppt es. Dann macht er nur die wenigen hin und hinten nur eine kleine schöne Messergeschichte. Das heißt, ich sollte danach ein wunderbares Saatbeet haben als sogenannter Biobau. Ne? Heißt dann einfach schön Stoppelsturz, heißt Auflauf vom Ausfallgetreide, dann nochmal nacharbeiten und dann kann ich oder vielleicht kann ich ein bisschen pfluglos arbeiten, beziehungsweise ist notwendig, wenn ich das Unkraut bekämpfen will und ich kann es ja nicht chemisch machen. Da muss ich mechanisch machen. Ne? Für alle, die bio und konventionell, der konventionelle kann sich mechanische Arbeitsschritte sparen, kann das Ganze dann einfach mit einem Pflanzenschutzmittel oder mit einem Herbizid, Fungizide, Herbizid das Ganze wegmachen, was halt dann aufläuft. Ein Bio-Landwirt muss das Ganze einfach mechanischer machen. Hast natürlich wieder Arbeitsschritte. Oh, leck mir am Arsch. Die Reifen gehen ja schon rein. Ja, da werden wir vorne unser Gewicht hinhängen müssen. Aber zurück zum Thema. Du musst halt als Biolandwirt hast du deutlich mehr mechanische Arbeitsschritte, hast natürlich wieder Sprit, Dieselverbrauch, hast Bodenverdichtung. Es ist ja hin und her. Ne? Was ist besser? Fahre einmal drüber und spritz weg. Was macht es mit dem Rest, der am Acker ist, das Spritzmittel? Oder habe ich das Ganze biologisch, dann muss ich es halt mechanisch bekämpfen, das Ganze. Ne? Deswegen, wenn du natürlich sagst, du willst nicht ackern, du willst eine Zwischenfrucht haben über den Winter, bla 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 bla, dann so mein Plan, aber ich habe keine Ahnung, aber ich. Wir machen hier ja alles Learning by Doing. Das heißt, wer es wieder gescheiter weiß, nein, die Kommentare. Ist einfach schön. Ne? Ist halt einfach so wie ein kleines Weihnachten im Herbst. Gut, jetzt mache ich nochmal Stützräder hin. Die haben wir weggemacht. Mit den Stützrädern habe ich ja eigentlich auch den größten Teil der Tiefeneinstellung von der ganzen Sache. Wenn ich natürlich das mache, will ich den so, was weiß ich, auf 5-6 cm den Boden komplett flächig abschneiden. Nochmal zur Wiederholung, um einfach dann nach dem Dreschen sofort diese kapillare Wirkung zu stoppen, dass das Wasser im Boden bleibt und nicht durch das, was noch oberhalb steht, hochgefördert wird. Das ist automatisch so durch die Kapillarwirkung. Das heißt, abschneiden, Ausfallgetreide wird angeregt auszutreiben und dann, was weiß ich, Wochen später, je nach Witterung, nochmal drüber zu fahren.
Und dann haben wir das Ganze. Tiefeneinstellung, wie gesagt, über die zwei Räder. Die haben wir weggemacht, damit ich nicht ganz so breit bin, damit ich unter meine 2,55 Transportbreite, erlaubter Transportbreite bleibe. Dann mache ich die schnell noch hin. Dann fahren wir den in die Halle und dann, ja, ich glaube, ich mache Feierabend. Ne? Also, ich freue mich. Ja, das geht Gott sei Dank nicht uns. Aber man sieht, in den letzten Wochen ist der Harvester hier stark unterwegs. Ist keine neue Käferplage, aber ja, das, was halt so alt alles da war, ja, so aus den letzten Wochen. Wir fahren jetzt auch nochmal, Rückewagen hinten dran. Wir fahren auf dem Sattler vorne. Durch den Polstergrund auf dem Sattler. Da soll wohl ein dickes Oschi sein. Hab mein Vater entdeckt, oder beziehungsweise ist auch wieder ein Stück von meinem Vater. In meinem ist nichts. Oder ich suche einfach nicht. ja, da fahren wir jetzt mal nach, weil den werden wir anhängen müssen. Immer so eine Geschichte mit dem Anhänger. Weil. Oh, ein Allrad noch neu. Geht's bergauf. Ja, weil man soll es halt eigentlich ziemlich hoch anhängen. Wir haben jetzt ja die Technik, da irgendwie das hochzuschießen oder sonst irgendwas. Deswegen ist immer ein wenig eine Geschichte, aber bisher ist es in über 60 Jahren bei meinem Vater und 35 bei mir gegangen. Ich glaube, auf Holz, das bleibt auch so. Jetzt habe ich bloß meinen Vater verloren, jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Da nicht. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Machen wir mal das eine Ding raus. Und so ist es jetzt bisher ruhig. Also der Kälteeinbruch mit dem Regen. Dann sicherlich ein bisschen gehemmt den Käfer. Aber jetzt wird es halt immer richtig warm. Nachts ist es zwar nicht. Fallen die Temperaturen dann schon stark, aber trotzdem. Ich bin gespannt. Ob noch mal was kommt. Wenn jetzt die Wochen jetzt wieder 30 Grad und da mag es dann eigentlich schon wieder der Herr. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wo mein Papa ist. Da ist er. Haben wir nicht verloren. Also Leute, jetzt fahren wir mal hin. Hier mal halt. Dann gucken wir uns die Sachen mal an. Also, da ist das Ding. Man sieht es hier, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht auf dem Video. Aber der Käferbeweis ist da. Schönstes Mel. Und der hängt halt nach da hinten. Und das ist nicht gut. Da ist ja nur so eine Schlammsuhle vor die Wildschweine, da wollen wir ihn auch nicht reinlassen. Deshalb schauen wir, dass wir ihn da runterbringen, in diese Flucht. Und dazu hängen wir ihn an. Ich bereite jetzt mal alles vor mit dem Bulldog. Vater bereitet den Baum vor. Und dann kriegen wir das schon. Seil ist gespannt. Wir brauchen jetzt auch keine Liga-Kraft. Der soll ja den bloß einen kleinen Ruck, beziehungsweise soll er noch ihn halten, dass er auf keinen Fall mal in die andere Richtung kippt. Na, gucken wir mal. Perfekt! Ah, da liegt das Ding. Was hat der Durchmesser? 80 reichen nicht,
Da hören 80 auf. Da langes. Ach, schönes Ding. Ein Riesenteil. Aber AD. 80. Also ein bisschen mehr als 80. Also ich setze ein bisschen um. Dann legen wir den noch parat und dann kann ich ja wieder abhauen. Ich war jetzt nur der unterstützende Faktor. Da fahren wir jetzt mal nicht mehr hinter mit Bulldog. Aber da seht ihr die Überreste, ja, da waren auch knapp 400 Festmeter. Von den Nachbarn überall. Oder Harvester da war. Wahnsinn. Eieiei. Naja, hoffen wir mal, dass er rum ist. Ja, da oben stehen wir. Ärger dich. Schauen wir mal nach dem Wasser. Ich denke, heute oder morgen muss ich wieder auffüllen. Ja, da steht schon ein bisschen was. Ich hoffe, sie können noch zwei Wochen oder was drauf bleiben. Dann wäre mir recht. Wie schaut es denn aus? Ja. Also entweder ich mache das halt noch. Ja, wahrscheinlich ist es lange noch bis morgen, lange jetzt noch. Dann werde ich es morgen machen wahrscheinlich. Das Wasser neu holen. Ja, habe hier. Schön, dass der Vespa-Peter da war. Ich habe hier ein kleines Projekt vor. Jetzt habe ich ja die Wassertränke hier und muss immer in die Fläche reinfahren. Mein Plan. Man baut sich hier hinten einen Ausleger hin, ein Meter oder was, Vierkantrohre, und dann mache ich da hinten das hin, das Becken, und dann kann man es, wenn man es auf der richtigen Höhe hat, außerhalb von der Weide stehen lassen und einfach nur hinfahren. Das müssen wir noch mal angucken. Schauen wir mal, wie wir das basteln. Ja? Da kommen die Jacks, den geben wir später, glaube ich, ein bisschen Zucker. Hey! Geht jetzt da Ton? Ja, geht. Schaut es euch an, hä? Und eine hochträchtige haben wir dabei. Die liebe Martina. Die wird, denke ich, die nächsten 7 bis 14 Tage uns mit einem neuen Kälbchen bescheren. Mehr, glaube ich, sind es nicht. Sicht. Mehr werden es wahrscheinlich dieses Jahr nicht. Das ist dann noch ein Mortel-Mädel oder Junge, aber kein. Ja, ne, der Uwe ist halt noch nicht so weit. Da haben wir die liebe Anna vorne dran. Hinten Uwe und Kiri kämpfen. Hey, wo ist denn die Martina? Ah, da ist sie. Da ist sie, das dicke Ding. Na ja. Hübschen. Ja. Ich krieg schon ein bisschen was noch. Ja. Da haben wir sie, die dicke. Sieht man es? Ja? Wann ist denn so weit bei dir? Wann ist denn so weit? Hm? Große. Heute sehen sie ein wenig an Zucker. Hm? Weil der Rest, also die Elisabeth, ich glaub's nicht. Vielleicht nur, also naja, die Julia, ich glaub's auch, die Julia schon. Die beiden, die könnten vom Model noch was abgekriegt haben. Der Rest muss noch warten bis nächstes Jahr. Da hat der Uwe ja, war der Uwe erst dieses Jahr tätig, das heißt nächstes Jahr. Aber die beiden könnten noch
im Frühjahr vom Mortel als sein Abschluss. Ja, ich glaube schon. Doch, ja, schon wann was. Na gut, jetzt fahren wir mal heim. Ich komme später wieder, Mädels, ne? Und dann gucken wir mal. Herrlich, ja? So kann man es haben. Na, dürfen die auch bald wieder heim. Aber ich glaube auch zu dem Thema, was ich schon mal im anderen Video gesagt habe, wie kriege ich die eigentlich wieder heim? Jetzt gar kein Thema. Also, die kommen wirklich bei Fuß, wenn ich, herkomme. Das heißt, mit Paneelen ein bisschen Rondell bauen und da kommen die schon rein. Das ist das gute Stück. Ja, der passt da nicht rein. Jetzt habe ich hier schon, naja, ist jetzt wurscht, wie ich das mache. Aber ich hätte gerne hier hinten noch, weiter hinten, damit der Platz einfach genutzt ist und ich vorne auch weiter meine Präparate rühren kann und Salben abstellen und was weiß ich. Das Ding muss weiter hinter. Geht nicht, weil hier stehen wir an und da hinten den Arsch kriege ich nicht mehr rum von der Säule. Deswegen mein Plan, die zwei tauschen. Den raus und den Grubber dann da rein und dann den Pflug hier hinten reinfädeln. Weil von der Breite geht es definitiv, nur halt einfach die Dimension und das ist halt deutlich breiter, das Ding. Das heißt, der ist länger und schmäler und dann müsst ihr den eigentlich schön den Arsch hinten reinfädeln können und dann müsste es schon klappen. Dann sollte es hinhauen. Das machen wir jetzt mal. Jetzt haben wir leer. Kartoffel, ich habe ja auch nach links gestellt. Hier der Grubber, hier der Pflug. Wird funktionieren. Und ein Brau. Aber jetzt wollte ich ja noch ein bisschen was machen, wenn ich jetzt schon mal angehängt habe, weil nächstes Jahr Anhänger und dann bestellen das ablädt. Der bleibt über Winter jetzt einfach still. Jetzt mache ich mir mal so einen kompletten Scharkörper weg. Das heißt hier die Aufnahme hinten, wo quasi der Flügel dran ist und so ein Herz. Weil ich brauche noch 2-5 Stück und dann kann ich mir im Winter die Wohr holen, weil ja, dass die dann auch passen, will ich es wegmachen und dann bringe ich es mit oder kann es gescheit ausmessen. Das halt weg damit. So, und jetzt halt wichtig dieses Lochmaß hier. Das nehmen wir mal auf. Haben wir da 45 wahrscheinlich. Genau, 45 und 70 sind da glaube ich die. Und dann bauen wir das Teil noch auseinander. Oder das kann ich eigentlich so wahrscheinlich mitnehmen. Beziehungsweise messen. Das geht. Das geht. So. Ja, war's doch das schon wieder. Und dann räumen wir mal ein. Alles auf Anfang. Nein, das funktioniert nicht. Haben Sie das gesehen? Ja, scheiße. Geht nicht, ja, ist halt jetzt so, ne? Müssen wir uns was anderes anfangen lassen. Ich hätte gesagt, wir bauen eine Halle. Ich möchte mal messen, weil das ist der Nachläufer, der das alles so umgambernd macht. Ja, das wird schon alles irgendwie gut. Das Einzige, was mich jetzt stört, ist, ich muss ihn rausfahren, wenn ich Präparate rühren will. Aber auch das kann man irgendwie ändern. Und das andere Thema ist, man kann auch oben, wenn ihr euch erinnert an der Halle, wo der Joschkin drin steht, da ist noch Bretterstapel, 3 Meter, 2 Meter, die Kirsche. Das gucke ich, dass das über den Winter alles weggeht. Und dann kann der da hoch, der Joschkin kommt ja eh wieder auf die zweite Ebene hoch.
Der ist dann eh weg im Winter und dann wird das Holz gestapelt und dann kommt der da hoch. Und dann haben wir hier ein bisschen Platz und ja, macht sich hier nicht, verbaut sich hier nicht alles, weil das. Wie schaut denn das aus, hä? Wie schaut denn das aus? Gut, das passt jetzt, oder was heißt passt jetzt? Ich habe zumindest meine Schale, die ich wollte von der Kulturecken. Da muss ich auch welche bestellen im Winter. Die haben wir jetzt auch noch abgebaut, dass ich das alles in Ruhe mal messen kann. Und dann in dem Katalog gucken kann, welche ich genau brauche. Ja, steht nur an. Ich glaube, ich müsste noch sensen. Oben den Platz. Das Holz muss noch weg, dass man da mal baggern kann. Na, irgendwas will man schon. Kriegen wir hin. Schade drum. Aber es war jetzt sicherlich vielleicht unproduktiv, aber es war lehrreich. Haben wir da was gelernt, ne? So, jetzt bin ich im Wald. Und fange jetzt doch einmal an. Hoppsala, da sind wir. Fange jetzt doch mal an mit dem Aussensen. Da mal der Rädel, kurz, wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke nochmal das Video. Hier hat man mal vor Jahren eine Käferfläche, haben wir nicht aufgeforstet. Haben wir. Oh, jetzt lass mich mal überlegen, es ist August, September 23, das heißt, das war im März 22. Februar, März 22 wurde hier dann, das war so eine Aktion, das wurde gemacht. Also da haben wir gar nichts gezahlt dafür. Deswegen haben wir gesagt, das probieren wir aus. Netherräder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, glaube ich, sind es hier. Prinzip vom Nelderrad wird im Video auch nochmal erklärt. Und, ach, der Gott, ist nichts mehr hier. Ja, jetzt bin ich dabei beim Freischneiden. Freischneiden, warum? Ganz einfach, wenn hier Sonnenlicht in den Wald reinkommt, dann wächst hier alles wie Sau. Und überwächst natürlich dann meine Bäume, die ich haben will. Kriegen kein Licht mehr, braucht es nicht. So, jetzt haben wir dann so Sachen wie hier. Gehen wir mal zum anderen vor. Muss man schon dazu sagen, ne? Das ist nicht nur die Arbeit, wenn ein Forstwirt heult, weil er Fläche abholzen muss, ist es nicht nur damit verbunden, dass er wahrscheinlich Holz zum niedrigeren Preis herschenkt, sondern die ganze Arbeit mit dem neuen Anpflanzen. Und das ist unter anderem das Freischneiden. Und dann haben wir hier so eine Fläche, ne? Also das muss man sagen, da ist ja nichts. Hier ist ja nichts gewachsen. Da hinten so ein bisschen Holunder, ne? Und das ist auch das Einzige, was ich wegmachen will. Wenn ich hier so einen Bewuchs habe, ja, da sense ich nichts. Warum auch? Das ist, wir sind jetzt im September, viele sensen auch schon deutlich früher. Ich mache es halt bewusst zu spät. Weil je mehr Bewuchs ich habe, desto kälter oder desto weniger temperaturempfindlich ist der Boden, desto weniger heizt er sich auf. Und ich sammle oder speichere natürlich ja deutlich mehr Wasser. Natürlich braucht es auch Wasser, aber es trocknet der Boden einfach auch nicht so schnell aus. Und die kleinen jungen Bäume haben mehr Chancen. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch solche Flächen. Das ist jetzt so eine schöne Mischfläche, wo ich sage, hier am Anfang, da mache ich auch nicht viel. Und da hinten geht es dann schon los. Da muss ich natürlich mit der Sense rein. Man kann natürlich auch gibt ja die Möglichkeit, das Ganze platt zu trampeln. Das ist ja auch ein Weg. Aber da trampel ich nichts mehr. Ne? Also hier ist Schluss. Das ist schon, ich weiß gar nicht, was es alles ist, was da wächst. Richtig krass. Also da muss ich rein. Das hier könnt ihr theoretisch stehen lassen. Aber natürlich alles, was ich jetzt nicht absense. Und stärker und dicker wird, muss ich wahrscheinlich dann irgendwann mal mit der Motorsäge ran und dann geht es nicht mehr mit der Sense. Ich schneide jetzt hier mit dem Dreizack, nicht mit dem Faden, weil der packt das natürlich nicht mehr. Wie gesagt, steige jetzt mal ein, mich hier reinzuarbeiten und dann schaue ich halt einfach, dass ich solche Nester hier hinten wegbringe, dass die Bäume da einfach umgestürzt sind. Wobei ich da eigentlich, glaube ich, auch wenig Räder drin habe. Da unten sind Räder drin. Oder Bäume. Und dann legen wir hier einfach mal los, fahren mal rein mit der Sens. Dann gucken wir mal.
Ui, sieht man es? Also es ist schon Sauarbeit. Nicht die schönste. Ich gehe jetzt noch bloß nur da hinten weiter, gehe in das Feld rein, das noch sauber. Und hier ist dann nochmal. Bärpfelteufel, ey. Nicht die schönste Arbeit. Aber ja, es ist besser für die Fläche und Braunbären halt ohne Ende. Also das, du ziehst da unten was rum, das ist krass. Puh, ja. Aber auch das geht vorbei. Sind wir jetzt nur platt hier und dann haben wir da hinten noch ältere Räder. Und dann, ja, vielleicht schaffe ich es heute. Gucken wir mal. Wenn wir schon irgendwie hinkriegen. Und natürlich auch gucken, wenn du natürlich irgendwo Bäume siehst. Ne? Also jetzt nicht nur Holunder oder Brennnessel oder Brombeeren. Dann kann man das natürlich auch stehen lassen, gezielt. Ist natürlich dann auch immer schwer in dem Dickicht, dass es nächstes Jahr auch noch überlebt, aber ist halt so. Mit Verlust ist zu rechnen. Und immer ein Auge auf den Käfer, wenn wir einen da haben. Ne? Dann machen wir einen Butt. Gut, weitermachen. Ich kann ja auch mal in einen reingucken. Ne, ich muss ja die auch pflegen. Ich muss ja auch mal reinschauen und gucken, ob ich was nachpflanzen muss oder nicht. Auch deshalb muss man da einfach rankommen. Moment. Oh Gott. So Scheiß. Ja, der ist jetzt schon recht groß, der Bursch. Ja, den tue ich jetzt nicht runter. Gefällt mir jetzt nicht. Wenn man da drüben vielleicht. Oh Mann, man kann die auch weiterstellen. Ich stelle euch mal kurz vor. Die haben da nämlich flexible Kabelbinder verwendet. Das heißt, was heißt flexibel? Die kann ich aufmachen und danach wieder zumachen. Packen wir doch mal aus. Jetzt ein Schatz. Ja, schöner Baum. Der ist tatsächlich schon gekommen. Es waren auch ganz viele solche Dinge dabei. Und hier sieht man dann noch schön. Ah, toll. Da sieht man es eigentlich perfekt, was der schöne Baum dieses Jahr gemacht hat. Das ist jetzt hier Kirsche. Hier ist, sieht man es auf der Kamera, hier ist es braun, dunkelbrauner. Und von hier bis hier oben, das werden sein 30 cm, hat das Bäumchen jetzt schon gemacht. Was hockt da? Schneck, komm, geh weg. Keine Schnecken hier an meinen Bäumen. Genau. Und das Gleiche. Schauen wir mal. Ja, auch hier schaut es gut aus. Und das sind Bäume, denen muss man helfen ein bisschen. Ne? Hier oben kommt auch was raus. Aber Gras haben wir nicht gepflanzt. Oder was auch immer da jetzt rauskommt. Dann machen wir doch den einmal auf. Und dann schauen wir uns den mal an. Was wir, wie wir dem Guten da helfen können. Und das geht jetzt schon nur mit den Füßen. Ne? Aber halt in, wenn man es nicht macht, wenn man es nicht freischneidet, irgendwann geht es halt nicht mehr mit den Füßen. So. Schauen wir mal, ob ich das mit einer Hand schaffe. Ja, das könnte gehen. Au, Bresel. Ah, so. Schauen wir mal, wo der überhaupt der Baum ist. Vorsichtig immer sein. Ja, schau dir das an. Das ist halt der Witz. Mann, 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 wo ist er denn? Das ist das, ne? Du musst jetzt da mal wieder zurechtfinden, wo der Baum überhaupt ist. Ja. Da ist glaube ich gar nichts mehr. Hm. Das ist ein wenig Sucherei. Das hier ist keiner. Ne? Hier ist tatsächlich, das könnte doch. Oh, das wäre schon sauklein. Ja doch, da ist schon was. Da ist er. Vielleicht ist der letztes Jahr nichts geworden und hat dann nochmal ausgetrieben, nochmal neu. Ja, da ist er. So, und dich müssen wir schützen. Und dass der halt überhaupt eine Chance hat, dass der überhaupt ein wenig Licht sieht, muss das Zeug halt weg.
Mann, ich habe keinen Bock auf Angeln. Aber muss halt auch sein. Ja. Gut, weitermachen. Packen wir die wieder ein. Und dann sind sie noch ein. Aber alt werde ich heute nicht mehr, Leute. Alt werde ich nicht mehr. So. Adieu, bis ins nächste Jahr. Ich werde jetzt auch natürlich, wenn ich das mal freigeschnitten habe, alle kontrollieren und schauen, was ich nochmal nachpflanzen muss fürs nächste Jahr. Aber es gibt schon einige, vor allem in der anderen Fläche. Da habe ich letztes Jahr schon gesehen, dass was ist, aber ob es verpasst dann im Herbst zu pflanzen. Deshalb werden sie dieses Jahr markiert und dann wird nachpflanzt. Viel ist es dann nicht. Ne? Hoffe ich. Fertig. Ich zeige es euch dann nochmal von oben, da sieht man es besser. Aber, was ich euch noch zeigen will, sowas lassen wir natürlich stehen. Wenn hier sowas mitten in der Anpflanzung steht, das mache ich natürlich nicht weg. Wer erkennt es? Eine Rotbuche. Die, und das hier ist kein Baum. Kommt aber auch daraus. So eine Rotbuche, so ein Riesending, lassen wir natürlich stehen. Woher die kommt, ist fraglich. Die hat sich wirklich hertragen lassen. Weil hier ist keine Buche in diesem Wald. Und da oben außen sind auch noch ein paar. Hier steht auch noch mal eine. Da sieht man es hier. Zack. Deswegen, das passt. Gut, Leute, ich gehe jetzt dann auf die zweite Fläche. Aber was wollt ihr da sehen? Die Arbeit hier ist noch nicht getan. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen zusammenfallen alles, dass das ein bisschen besser begehbar ist. Und dann wird jeder einzelne Baum mal kontrolliert, geschaut, ist überhaupt noch was drin, wie geht es dem Baum und gegebenenfalls nachpflanzen. Das machen wir auch noch. Aber das mache ich jetzt nicht gleich. Da lasse ich jetzt erstmal das ganze Zeug jetzt ein bisschen nieder. Die Schwerkraft und den Regen, der jetzt dann bald kommt, arbeiten. Leute, ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr klickt auf Gefällt mir. Bleibt dran. Schönen Gruß an Peter. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Schön, dass du da warst. Habet die Ehre.